Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part in Impossible Swim to Glow in UCD AFC. Und ja, weiter geht die wilde Fahrt, ne? Und ja, AKT ist der nächste Gegner. Trainingspläne brauchen Zeit, ist mir scheiße. Egal. Ja, ist okay. Dingman, Dickmann, Schmickmann. Werden wir los? AKT ist der nächste Gegner und dann gegen Mainz. Gegen den verhassten Club, ey. Ja, ich weiß, ich sollte die Trainingspläne anpassen, aber ist mir hier egal, deswegen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute wir noch verkaufen können. Um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch wirklich viele Leute loswerden können. Aber gut, nächste Saison werden wir eh ein paar Milles wahrscheinlich auf dem Konto haben, weil wir halt in England spielen und ja. So, nein, ich möchte nicht versehentlich in die Partie reingehen, aber hier ist das eh besser geregelt. 2-0-Sieg im ersten Spiel. Ich dachte, wir holen keine Punkte in der ersten Saison, aber wir holen Sieg gegen Athen. Das ist einfach unfassbar, die Cinderella-Story schlechthin. Und Scheiße 05 verliert gegen Brügge. Let's go, Mann. Das ist schon jetzt so ein geiler Part, Mann. Erstes Spiel, erst 3 Punkte. Wie überperformt die hier in IFC? Bas von Wheel enttäuscht. Ja, schön für ihn. Ist mir egal. Hauptsache 3 Punkte, Alter. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Und warum mich das interessieren sollte. Achso, der hat wahrscheinlich rumgeheult, so von wegen. Ja, ich bin erstes Spiel, will ich spielen. Ich bin Bob. Ich bin Bob. Ich halte nicht meine Schnüsse, ich will spielen. Schnauze, geh mir nicht auf die Nerven hier. Schnauze hier, Bars und Babs und Schnaps hier. Ruhe jetzt. Trainer muss sich konzentrieren und feiern. Nice, nächste Deal ist durch hier. Sehr schön. Dickmann, Dicknamm. Keine Ahnung. Dickmann, wie auch immer der heißt, der mag. Ist ja auch egal. Ja, machen wir weiter, ne? Machen wir weiter, machen wir weiter. Pokalspiel, also wenn wir da eine Runde weiterkommen, wäre schon geil. Ich weiß auch gar nicht, wie die Ziele sind. Vielleicht sollte ich da ein bisschen drauf eingehen. Mal gucken, ne? Erstmal den Higgins verkaufen, wenn das geht. Ich weiß ja nicht, ob wir so viele Leute verkaufen können. Wobei, wir haben ja noch irgendwelche Opfer in der Jugend, ne? 305k. Ich wollte gucken nach den Zielen, ne? Wo waren die denn? Waren die hier irgendwo? Finanzen? Nö. Nö. Hier, ne? In der Zentrale. Ja, genau. Schauen wir mal. Von 300k. Okay, das ist ein faires Ziel. Aus 5 Siegen Auswärtsspielen dieser Saison. Seid ihr behindert? Also das Ziel ist EA Lost. Schlechte Liga-Platzierung vermeiden ist okay. Wie gesagt, Standardziel halt. Auch wenn das wahrscheinlich nicht erreicht wird. Runde der letzten 16 erreichen ist... Ja. Ja. Ist halt auch, ja, wobei eine Runde weiter, glaube ich, nur. Also wenn es so ist, eine Runde weiter ist in Ordnung, aber ansonsten haltet die Gurschen. Über 3 Saisons ein Profit von 8 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Mit dem schlechtesten Club aus ganz EAFC, ja, habe ich so ein Ziel. Also das ist auch, wenn es 3 Saisons geht, ist das übelst lost, weil schaut euch unseren Verein an, ja, schaut euch. Der Verein hat gar nichts, ja. Wäre das jetzt so ein Club wie Ajax, wie Brügge, die halt auch wirklich ausbilden, okay, so, ne? Oder Lyon oder so, ne? Okay, aber doch nicht UCD AFC. Wen haben die ausgebildet? Larry von Lobster oder wen? Scheiße. Hey, Locker schreibt jetzt, Locker kommt jetzt wirklich in die Kommentare, aber Larry von Lobster, der ist so ein krasser Typ. Ja, das ist aber trotzdem so. Ja, das Ziel ist trotzdem lost. Wo ist hier die Jugendarbeit nochmal? Hier ist die, gut. Weil hier sind ja irgendwelche Larrys, ne? Die können wir eigentlich direkt hochholen, die Larrys, dass wir hier ein paar mehr Leute verkaufen können und so. Ja, hier kriegt auch keine Entwicklungspläne, weil ihr mir alles scheißegal seid. Wobei der hier, der könnte vom Potenzial her was werden. Ach, was für, der ist zu jung. Laber doch nicht hier. Sind zwar alle nicht so gut, aber gut, aktuell haben wir ja sowieso nicht so viele Leute. Ja, Schnauzespiel. Wenn ich sage, der kommt hier hoch, dann kommt der hier hoch. Nein, Spaß. Alles easy. Alles locker. Auch krass, mein Hund, der weiß auch direkt, hier geht die Party ab. Will er dabei sein? Diesen Moment hier. 320k für den Bub. Ja, perfekt. Ja, Chirodia, der ist klasse, das stimmt. So. Trainingspläne brauchen Zeit, ja, schön für Sie.
Ich hoffe, wir gewinnen auch gegen Schalke 05 irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber ich wusste auch nicht, wie wir Athen besiegt haben und vor allem in dem Ausmaß so. Das war kein Lucky Shot, das war eindeutig, also. Na gut, mal schauen, ne? Ey, ich weiß nicht, was gerade mit dem Club und mit der Simulation los ist oder warum wir gewinnen. Eigentlich sind wir der Underdog aller Underdogs. Wir sind der schlechteste Club hier, meilenweit. Aber wir gewinnen und gewinnen. Ich weiß nicht, was hier los ist, Mann. Also ich weiß nicht, wieso wir so overperformen, aber geil. Weil ich dachte eigentlich, wir werden abgeschlagen letzter, kriegen keinen Sieg. Aber es läuft. Geil. Also dass es so läuft, hätte ich echt nicht gedacht. Also vielleicht muss ich die Challenge noch schwieriger machen als ohnehin schon. Ich weiß noch nicht mal, was los ist. So. Der einzige, den ich geholt habe, ist Charodia und Mainz, die haben klasse Kader so. Also die haben schon bessere Gesamtstärken. Bei Athen wahrscheinlich auch, aber trotzdem schießen wir sie weg. Ich verstehe es nicht ganz, aber geilo. Gegen West Ham, okay, da werden wir wahrscheinlich rausfliegen. Aber wer weiß, das sage ich jedes Spiel und jedes Spiel bestrafen sie mich aufs Neue. Meine Jungs, die immer performen. Kommt, Leute, lasst uns West Ham hier rausschmeißen. Kommt, gönnt uns. Kommt schon, macht das Wunder möglich. Yes! Holy shit, wie gut ist dieser Club! Holy shit! Wir gewinnen im Elfmeterschießen gegen West Ham. Das ist wie, als wären wir Weltmeister, Leute. Und Europameister in einem. Ja. Let's go. Ich liebe es jetzt schon, Mann. Und wir haben erst angefangen. Von wegen, das wird die härteste Sprint to Glory, wenn wir so weitermachen. Das hat das Team echt verdient, ey. Ja, super. Also grandioser Auftritt von allen Leuten, die auf dem Platz von uns standen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber macht so weiter. Ja, der kriegt garantiert keine schlechte Kommentar von mir. Der hat in der letzten Partie zweimal getroffen, davor da meine ich auch getroffen. Also der Typ, der ist auch on fire. Also, ihr kriegt niemand negative Kommentare, weil wir überperformen. Also wenn wir so weitermachen, Alter, weiß ich nicht. Also ja, Stärke auf Energie, okay, mache ich. Aber erstmal gucken wir uns auf Shelburne, ja. Vielleicht soll ich auch niemand mehr loswerden, weil Alter, es läuft einfach. Ich werde die besten Leute noch los und so und ja. Ja, Schnauze, Dagen, Junge. Danke, Dagen, Junge. Vor allem, der hat nur 49. Was will der von mir, Junge? Geht dir mal Gesamtstärken leisten. Nicht Spaß, ernsthaft. Alles gechillt und es läuft einfach. Napoli und Gio Reyna, okay. Chirodia braucht einen neuen Trainingsplan, okay. Also ich weiß nicht, warum wir so überperformen, ehrlich zu sein, aber es läuft einfach. Es läuft viel besser als erwartet. Das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Also das ist schon, wie gesagt, so, als wären wir Europa und Weltmeister in einem. Also mit dem irischen Nationalteam natürlich, ne? Und ich bin halt unfassbar stolz auf diese Mannschaft. Schaut euch das an. Wir haben zwei Spiele gespielt. Wir sind ungeschlagen in der Liga. Wir haben West Ham. Wartet, ich zeige euch mal kurz, wo West Ham ist. Damit ihr das, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat im ersten Part. Gehen wir mal hier die Superligen mal durch. Kommt. Ich glaube, West Ham ist zweite. Nee, nicht Bundesliga, die interessiert keinen. zumindest in dem Projekt interessiert die nicht. Ich glaube, die sind hier in der EFL. Also in der zweiten Super League sind die, glaube ich. Ja, hier. West Ham ist in der zweiten Super League, auch wenn die schlecht sind, in der zweiten Super League aktuell. Die sind zwei Ligen über uns, Leute. Zwei Ligen. Weil wir sind in der Liga 2. EFL League 2 sind wir. Das hier ist die Liga über uns. Und mit Cristiano Ronaldo in der dritten Liga. Also, ja. Das hat er sich bestimmt auch anders vorgestellt. Ah gut, selber schuld, ne? Du wolltest dahin wechseln. Ah gut, kann ich auch verstehen, ne? Geld, das lockt. Und Napoli mit Gio Reyna sind in der ersten Liga natürlich. Und Dortmund müsste hier auch sein, genau so ist es. Ja.
habe ich euch auch mal alle Superligen gezeigt, aber nicht in der Reihenfolge, weil die zweite ist halt mit der, wo West Ham war, mit der wir angefangen haben. Aber ist ja auch egal, ihr wisst ja, wie ich es meine. Also ich traue ich Hunden zu, dass ihr weißt, was ich meine. Egal, machen wir einfach weiter, ne? Weniger faseln, mehr simulieren, weil Leute, ich bin jetzt schon positiv überrascht von diesen Boys, Alter. Ich weiß nicht, wie sie das anstellen. Ich weiß nicht, was sie machen, aber sie machen's geil. So, vor allem wenn es so weitergeht, kein Problem mit dem einen Ziel, weil ich dachte, yo, weiß ich nicht, ob wir das schaffen, weiß ich, ob wir hier überhaupt irgendwas schaffen und nee, ich werde keinen ausleihen. Wobei andererseits, er hat nur 49, aber wir haben wenig Leute im Club, deswegen Salzburg 08, wer auch immer ihr seid, nee, sorry. Wir haben nicht so viele Leute im Club, dass wir irgendwen ausleihen können, deswegen, ja. Laiengebot für Ball. Ich sag grad, wir werden niemanden ausleihen, da kriegst du nächste Leihangebote. Nein, der Typ, der wird auch nicht ausgeliehen. Warte mal, war das nicht der Keeper mit dem Potenzial oder haben wir mehrere davon? Weiß ich gerade gar nicht. Weil da muss ich echt gucken, dass wir den irgendwie, dass wir die Keeper hier loswerden, den Healy und den anderen Typen. Ja doch, genau. Wir haben nur einen. Okay, dann wird der Balogun das Potenzial haben wahrscheinlich. Oder erst noch in der Jugendschule, keine Ahnung mehr. Ist ja auch egal, weil. Ja. Werden wir mal schauen, wie wir es machen, ne? So, perfekt. So. Und ich denke, es wird sowieso jeder genug Spielzeit bekommen, weil schaut euch unseren kleinen Kader an, ne? So, deswegen, aktuell wird wahrscheinlich jeder genug Spielzeit bekommen und ich muss sagen, ich bin zufrieden. So, ich weiß nicht, wieso diese Mannschaft so überperformt, aber sie tun es einfach. Ah, okay, hier eine knappe Niederlage, aber. Das geht voll in Ordnung, Leute. Ich werde die Mannschaft weiterhin positiv stärken, weil das ist Weltklasse, was die hier abliefern. So, ich meine, mit der schlechtesten Mannschaft der gesamten Liga. Zwei Siege aus den ersten drei Spielen. Und wir schlagen eine Mannschaft am Pokal, schießen wir raus im Elfer schießen, die zwei Ligen über uns ist. Was soll ich da kritisieren? Da muss ich die Mannschaft pushen weiterhin hier. Ja, Gegner war halt besser, so. Ja, was soll man sagen, ne? Hä, wieso? Es war erst das Hinspiel, ihr Trott. Ihr seid so lost in den Yep, Interviews no further manchmal. questions, Mach thanks. mal bessere deine Arbeit, Mr. Reporter. Wir haben erst ein Pflichtspiel gegen die gehabt. Und das war dieses hier, also. Ja. Sonst werde ich vielleicht bei der, der Reporter hier. Wobei, ich muss weniger Coaches einstellen. Aber ich gucke gleich auch mal nach dem Abgang hier. Wie viel Geld wir inzwischen haben, weil vielleicht geht dann noch irgendwas. Vielleicht kann ich noch irgendwelche Moves machen. Aber ich muss mich auch konzentrieren auf die Moves. Ja, stimmt. Ich muss mal gucken, so was wir noch so machen können tatsächlich. Weil vielleicht Manuel Neuer verpflichten. 1 Million haben wir. Wobei, können wir eigentlich Neuer holen? Weil der ist ja sehr, sehr alt, ne? Und dadurch könnte er halt kommen zu uns, theoretisch. Die Frage ist auch, will Bayern mehr als diese Million haben von uns? Vertrag läuft allerdings aus. Das heißt also, der wäre für weniger zu haben. Okay. Leute, ich versuch's einfach. No risk, no fun. Ich gucke, ob wir uns Manuel Neuer holen können. Der mir zwar in der Wolfsburg-Karriere also ordentlich ans Herz gewachsen ist, aber mir auch in den Rücken gestochen hat. Deswegen, ja, ob das so eine gute Idee ist, ist mal dahingestellt. Aber wir geben mal 1 Million. Genau. Wir geben alles für Neuer hin. Was wir haben, bis auf so ein bisschen. Weil ich muss ja auch noch ein bisschen Gehaltsbudget anpacken hier. Deswegen gehe ich mal auf 1 Million. Plus die Weiterverkaufsgebühr. Was sagt ihr? Nein, oder? Schade. Schade, schade, okay. Schade, schade. Schade, schade. Alles auch okay. Ist halt die beste Möglichkeit, aber ist okay. Und dann beenden wir den zweiten Part und wir sehen uns.